So, die Waffenkunde. Bei der Waffenkunde ist das eben so, dass wir jetzt anfangen, erstmal die ganzen Büchsen einzuteilen. Weil bei den Büchsen gibt es nämlich Waffen mit sogenannten starren Läufen, aber auch mit abkippbaren Läufen. Und das schauen wir uns jetzt mal alles an. Hier haben wir eine sogenannte Büchse, das ist eine 98er Repetierbüchse. Und diese Repetierbüchse hat gezogene Läufe. Und wir werden uns mal jetzt die ganzen einzelnen Teile angucken. Ich muss dazu sagen, es ist manchmal schwer, wenn man sich jetzt ein paar Stunden das sogenannte Waffenkunde, wenn man sich da jetzt alles anguckt, sich die ganzen Begriffe alle zu merken. Spätestens bei der Waffenhandhabung müsst ihr euren Ausbilder immer vortragen, das ist ein Lauf, das ist ein Pistolengriff. Hier spricht man jetzt von Vorderschaft, vom Hinterschaft. Ja, und da wird euch das dann irgendwann mal ein bisschen leichter fallen. Wir gucken uns mal die einzelnen Teile an. Also 98er Repetierbüchse mit einem sogenannten gezogenen Lauf. Hier haben wir einmal die Büchse. Hinten sehen wir die Schaftkappe. Da muss ich ganz kurz dazu sagen, die ist mittlerweile eigentlich relativ wichtig. Eine Schaftkappe aus Gummi hat nämlich den Vorteil, gerade wenn man auf Ansitz geht und stellt die Waffe in die Ecke, es ist natürlich leise, wenn man sie damit abstellt. Die macht nicht so viel Krach, wie wenn ihr jetzt nur eine Hornkappe hinten dran hättet. Dann habt ihr einen Pistolengriff, um die Waffe vernünftig festzuhalten. Ihr habt den Vorderschaft, aber auch den Hinterschaft. Ihr habt den Lauf und die Riemenbügel. Da kommt näher der sogenannte Gewehrriemen dran. Ja. Ich sage immer meinen Schülern, es ist jetzt nicht unbedingt schlimm, wenn man mal auf der Prüfung nicht weiß, dass das Riemenbügel heißt oder Riemenbügelöse oder sowas. Ja, also eine Laufkontrolle bei der Waffenhandhabung oder eine Stecherkontrolle ist 10-mal wichtiger, wie wenn man jetzt mal so einen Begriff nicht kennt. Aber man sollte diese ganzen Teile eben trotzdem einmal durchgehen und dann immer ein bisschen verinnerlichen. Das ist der Lauf, das ist der Pistolengriff, Hinterschaft, Vorderschaft. Das ist schon wichtig. So, hier sehen wir mal die Bauteile. Hinten eine sogenannte Flügelsicherung. Die Flügelsicherung bei dieser Waffe sitzt hinten direkt am Schlagbolzen. Wir haben den sogenannten Kammerverschluss. Also bei einer Repetierbüchse habt ihr ja sozusagen die Kammer. In der Kammer kommt, naja, von unten kommt ja das Magazin reingeschoben. Dann wird mit einem Kammerverschluss die Patrone aus der Kammer im Endeffekt, also vom Magazin, vor ins Patronenlager reingeschoben. Ihr habt den Abzug und ihr habt noch den Abzugsbügel ringsherum um den Abzug. Unten sehen wir den Magazindeckel. Es gibt natürlich herausnehmbare Magazine. Das ist eben eine Waffe, die hat ein festes Magazin. Das kann man unten öffnen und dann würden eben alle Patronen mit einmal rausplumpsen. Also man kann sie nicht fest unten alle entnehmen. Und ihr seht nochmal den Abzugsbügel. So, und dann nochmal den Blick von oben bei der Büchse. Ihr seht die Schlagbolzenmutter. Interessant ist, jetzt guckt sie gerade raus. Daran kann ich schon erkennen, okay, die Waffe ist gespannt, wenn der Schlagbolzen hinten rausguckt. Weil wenn er nicht rausgucken würde, dann wäre sie entspannt. Dann ist sie auch meist um entsichert, weil der Schlagbolzen kann auch nur nach vorne gehen, wenn eine Waffe entsichert ist. Ja. Dann seht ihr da die Flügelsicherung. Flügelsicherung nennt die sich eben, weil die wie ein Flügel bedient wird. Es gibt eine seitliche Flügelsicherung, das sehen wir jetzt hier bei diesem Modell. Und es gibt diese Standardflügelsicherung oben über das Schlösschen. Werden wir uns näher auch anschauen, weil da gibt es drei verschiedene Stellungen. Dann haben wir nochmal den Kammerstängel. Wir haben oben die sogenannte Kammer. Und wir haben vorne die Schlosshülse. Es gibt verschiedene Begriffe zu diesem sogenannten Kammerverschluss. Man kann auch dazu sagen, wie gesagt, Kammerverschluss oder es gibt auch noch den Begriff Zylinderverschluss. Das gibt es auch noch. Ja, weil von der Form her ist ja wie so ein Zylinder. So, dann gucken wir uns hier vorne mal an, die Visierung. Dann sehen wir da das Visiersattel, wo die Visierung im Endeffekt drauf ist, oben auf den Lauf. Wir haben Kornsattel mit den Korn vorn. Das ist schon jetzt eine Büchse, die ist schon sehr, sehr hochwertig. Auch verarbeitet, deswegen, also so ein Kornsattel hat jetzt nicht jede Waffe einmal noch ringsherum um den Lauf rum. Und dann haben wir die sogenannten Riemenbügel und den Vorderschaft, kann man dort sehen.
Hier sehen wir mal die Laufanordnung. Wenn man sich das jetzt mal genau anguckt, dann seht ihr das Orangen in den Lauf, dann seht ihr die sogenannten Züge und Felder. Also das sind jetzt Büchsenläufer. Flintenläufer hätten jetzt glatte Läufer. Dann wird man sozusagen nicht diese Züge und Felder sehen. Bitte nur einmal vorweg schon mal den Satz, der Zug fährt durch die Felder. Also der Zug ist abgefahren. Das, was weg ist, nennt man Zug. Das, was noch aussteht, ist das sogenannte Feld. Wir haben hier einmal die einläufige Büchse. Eine einläufige Büchse kann jetzt sein eine Repetierbüchse. Das kann jetzt auch beispielsweise sein eine Kipplaufbüchse. Daneben sehen wir eine Doppelbüchse. Doppelbüchsen sind eben meistens Kipplaufbüchsen. Es gibt auch Modelle, das ist aber eben sehr selten, dass man eine Repetierbüchse hat als Doppelbüchse. Muss man sich jetzt nicht unbedingt einprägen. Es gibt Doppelbüchsen als sogenannte Kipplaufwaffen. Da sehen wir die sogenannte Bock. Daher kommt der Begriff, wir haben einmal die Doppelbüchse und nach oben aufgebockt. Das ist die Bockbüchse. Einläufige Büchse, Doppelbüchse, Bockbüchse. Und ganz hinten sehen wir nochmal eine Waffe, die sieht aus wie so eine Bockbüchse, hat aber zwei unterschiedliche Kaliber. Das ist der sogenannte Bergstutzen. Und der Bergstutzen hat oben immer einen kleinkalibrigen Kugellauf und unten einen großkalibrigen Kugellauf. Bitte denkt daran, gerade bei der Jägerprüfung, der sogenannte Begriff Stutzen. Das wird nämlich sehr häufig gefragt. Also ein Bergstutzen ist eine Kipplaufwaffe mit zwei unterschiedlichen Kalibern. Der sogenannte Stutzen ist eine Waffe, was eine Schäftung im Endeffekt bis vorne zum Lauf hat. Das ist ein Unterschied. Ja? So, ja, dann gibt es die verschiedenen Verschlussarten. Über die eine haben wir gerade schon mal gesprochen, über die sogenannte Repetierbüchse. Das ist auch so unsere Standardwaffe. Also ich sag mal, jeder Jäger in Deutschland hat eine Repetierwaffe eigentlich bei sich im Schrank rumstehen. Ja? Und das typische System, was wir eigentlich haben, ist die sogenannte 98er Repetierbüchse. Ja, man sagt eben dazu M98, Mauser 98, das ist das System, wie das entwickelt worden ist, 1898. Und dann haben wir die sogenannte Blockbüchse, das ist eher eine seltenere Waffe. Schauen wir uns gleich mal an, vom Verschluss her. Und wir haben die sogenannten Selbstladebüchsen, die kommen jetzt auch. So, hier sehen wir eben mal so eine Blockbüchse. Bei der Blockbüchse, die hat eben meistens immer einen starren Lauf und man hat eben so einen massiven Metallblock, der hinter dem Lauf sich befindet und der wird eben über so einen Fingerhaken nach oben gemacht und dieser massive Metallblock geht sozusagen hinter die Patrone, wenn die reingepackt ist und dichtet nach hinten ab. Also wird eigentlich in Deutschland fast gar nicht genutzt. Hat natürlich einen großen Vorteil, weil es im Endeffekt ein kleines System ist. Aber meist auch die Blockbüchse einschüssig. So, und wir haben hier die sogenannte Selbstladebüchse. Ja. Jetzt kann das manchmal sein, dass man bei der Ausbildung eben nicht die Waffenhandhabung erlernt hat an der Selbstladebüchse. Jetzt kommt man zur Jägerprüfung, jetzt liegt dann so eine Waffe auf dem Tisch, dann muss man nicht gleich immer Panik sofort kriegen, dann kann man auch ruhig dem Prüfer einmal sagen, hören Sie zu, dieses Waffenmodell oder diese Waffe habe ich nicht in der Ausbildung gehabt. Es gibt ja auch sehr, sehr viele Hersteller. Dass man da einmal sagt, okay, man sollte aber schon erkennen, das ist eben eine Selbstladebüchse. Weil das ist nachher gerade Paragraph 19, sachliche Verbote, ganz wichtig, dass ich ganz genau weiß, wie viel Patronen darf ich nämlich nachher ins Magazin reinpacken und wie viel oben ins Patronenlager. Also dass oben ein Patronenlager ist, zwei unten im Magazin. Und das ist dann wirklich schon mal wichtig. Wenn man so eine Waffe nie hantiert hat bei so einer Jägerprüfung, sagt das ruhig dem Prüfer. Aber ihr solltet schon mal so eine Waffe erkennen können. Das wäre schon nicht schlecht. So, hier haben wir eine Kipplaufwaffe. Also Kipplaufwaffe ist wirklich, dass eben die Läufe vorne, die kann man über einen Verschlusshebel bedienen und dann bricht man die nach vorne ab und kann dann als Einzellader vorne die Patronen einzeln eben reinstecken. Die Repetierbüchse ist eben, wie gesagt, die häufigste Waffe, die eigentlich auf der ganzen Welt genutzt wird zur Jagd. Und man hat eben einen großen Vorteil, man kann eben sehr schnell einen zweiten oder auch dritten oder auch vierten Schuss abgeben und das ist nicht schlecht. So, hier gibt es eben verschiedene Repetierbüchsen mit den sogenannten Kammer- oder Zylinderverschluss. Was ihr jetzt dazu sagt, ist im Endeffekt egal. Standard ist im Endeffekt immer Mauser 98. Und ich sag mal, den sollte man, egal wo auf der Jägerprüfung in Deutschland, den sollte man hantieren können. Das ist schon ganz wichtig. Ja?
Das ist auch eigentlich so eine Waffe, die überall geleert wird. Und ja, die Funktionsweise ist im Endeffekt, ihr habt an diesem Verschlusskopf vorne Verriegelungswarzen. Und das bedeutet, man führt die Waffe vorne sozusagen ein, den Verschluss. Und da sind vorne zwei kleine Warzen dran. Es gibt natürlich auch Waffen, die haben mehrere Warzen dran, je nach Waffenmodell. Und durch dieses Drehen, durch dieses sogenannte Repetieren ist es, wenn ich sie hinten rausziehe, aber durch dieses Drehen des Repetierers, des Verschlusses, dichten diese kleinen Warzen ab. So. Und diese Verschlussvariante ist natürlich auch eine der sichersten Bauarten. Deswegen wird die heute auch noch so verwendet. So. Hier sieht man nebenan nochmal die Kammer mit Kammergriff. Ihr seht hier schön die Verriegelungswarzen, ja, die nach oben stehen und an der Seite, die sogenannte Hülsenbrücke vorne und den Hülsenkopf. Hier haben wir einmal einen kompletten Zylinderverschluss sozusagen auseinandergebaut. Man sieht diese ganzen einzelnen Schlossteile innen drin. Man sieht beispielsweise den Kammergriff, man sieht die Abzugstollen, den Abzug, die Hülsenbrücke, die Sicherung, die Kammer, die Schlagbolzenfeder. Bei den Jägerprüfungen, wo ich jetzt überall aktiv bin, müssen das die Schüler nicht auseinanderbauen. Es gibt aber Prüfungskommissionen, wo ich weiß, wo 98er-Systeme auseinandergebaut werden müssen. Das ist aber wieder ein bisschen länderspezifisch. Ich denke mal, da werdet ihr natürlich dann auch drauf ausgebildet von eurer Jagdschule oder Jägerschaft. So, hier sehen wir nochmal zwei verschiedene Verschlüsse. Einmal auf der linken Seite den 98er-Verschluss. Und auf der rechten Seite sieht man da einmal von der Blaser den Verschluss, den sogenannten Radialbundverschluss. Der funktioniert ein bisschen anders, das ist so ein gerader Zugverschluss. Der hat jetzt nicht so Verriegelungswarzen oben und unten. Der hat, ich sage immer, so ein Gardena-System. Das heißt, wenn ich den nach vorne repetiere, geht der wie bei so einem Gardena-Klickverschluss, geht der vorne auf. Der dichtet eben anders ab. Ja? Auch der ist heutzutage sehr relevant und sehr wichtig, und wird eigentlich an jeder Schule gelehrt. Hier sehen wir nochmal einmal schön die Repetierbüchse im Querschnitt. Schlagbolzen mit Schlagbolzenmutter, die Sicherung. Wir haben das Schlösschen, die Verschlusshülsenbrücke, den Verschlusshülsenkopf, Magazinkasten, Kammerstängel, Abzugsbügel, Abzug. Es ist immer da wieder auch die Frage, muss man das so detailliert erklären können? Das kommt auch immer ein bisschen auf den Prüfer drauf an. Bei mir ist das jetzt beispielsweise, wenn ich jetzt prüfe, nicht so wichtig. Bei mir ist die sogenannte Waffenhandhabung wichtiger, dass eben alles kontrolliert wird. Aber bitte anschauen, die Begriffe sollten natürlich schon festsitzen, weil wenn ihr einen Büchsenmacher anruft, solltet ihr schon sagen, oh, meine Sicherung klemmt oder mein Schlösschen scheint kaputt zu sein. Das ist dann schon wichtig. Ja? Und unten seht ihr den Abzug und den Abzugsbügel, das haben wir. So, hier sehen wir einmal bei den Repetierbüchsen gibt es auch die sogenannten Vorderschaftsrepetierbüchsen. Die nennt man auch so im Volksmund Pumpgun oder sowas. Die sind auch legal. Man muss eben diese Waffen am Vorderschaft repetieren. Ja? Da ist das so, bei diesen Vorderschaftsrepetierbüchsen, da habt ihr nicht so ein typisches Magazin zum unten einführen. Ihr habt ein Röhrenmagazin unter dem Lauf, was sich darunter befindet. Und da kann man Patronen reinmachen, da darf man sogar so viele Patronen reinstecken, wie viel reinpassen. Und dann repetiert man eben über diesen Vorderschaft nach. Hier sehen wir einen Unterhebelrepetierer. Beim Unterhebelrepetierer ist es auch so, die Patronen befinden sich unten drunter. Und eben durch diesen sogenannten Abzugsbügel, den ich nach unten ziehe, zieht sich der Verschluss nach hinten, wirft die leere Patronenhülse raus. Und durch Schließen des Abzugsbügels, indem ich es wieder nach oben nehme, wird wieder eine neue Patrone oben über das Magazin ins Patronenlager rein repetiert. Das ist, kennt man ein bisschen aus dem Westernfilm, wird mittlerweile auch wieder häufiger geführt. Gerade so für Nachsuchenführer ist das natürlich eine sehr schöne Alternative, um sehr schnell zu repetieren. Okay, Blockbüchsen. Ja, Blockbüchsen sind eigentlich immer Einzellader mit starren Lauf und kurzer Bauweise. Da ist es eben wichtig, da gibt es eben verschiedene Blockbüchsen, verschiedene Systeme. Es gibt eben einen Fallblock, es gibt aber auch ein Kippblocksystem. Schauen wir uns mal an. Ich kann nur dazu sagen, die sind eigentlich nicht mehr so jagdlich relevant, diese Waffen. Hier sehen wir das eben, die Patrone. Die kann man eben sehen, die liegt gerade sozusagen auf diesen Fallblock oben drauf.
die schiebt man nach vorne rein, das ist eben ein Einzellader und dann wird die über so einen Fingerhaken bedient und dann geht dieser massive Metallblock hinter diese Patrone sozusagen, dichtet dann ab und da drinnen befindet sich auch der Schlagbolzen, wo im Endeffekt nachher die Patrone dann auch gezündet wird, wenn die abgeschlagen wird. Ja? Vorteil hat natürlich, dass es eine kürzere Bauweise hat, diese Waffe, aber jagdlich, wenn mal so eine Waffe rumliegen sollte bei der Jägerprüfung, kann man ja vielleicht erzählen, Blockbüchse als Waffenmodell muss man aber eigentlich nicht hantieren können. Ja, also ich sage immer bei diesen ganzen Blockwaffen, ein schnelles Nachladen ist da nicht gewährleistet. Ja, deswegen sind die Waffen eigentlich ziemlich raus und die Jäger sind wieder bei den Repetierbüchsen. Hier sehen wir einmal eine Selbstladebüchse von einem deutschen Waffenhersteller. Das ist eine Selbstladebüchse, die sehr häufig geführt wird. Bitte, da ist das nochmal so. Es gibt bei den Selbstladebüchsen vollautomatische Waffen, halbautomatische Waffen. Bei den vollautomatischen Waffen ist das immer so, die sind für uns Jäger im Endeffekt verboten. Militär oder Polizei können die sozusagen verwenden, wir nicht. Und es gibt die sogenannten halbautomatischen Waffen. Da müsst ihr eben aber Gesetze auch beachten. Ihr dürft immer nur zwei ins Magazin stecken, einen ins Patronenlager. Ich muss eben dazu sagen, aus weitgerechten Gründen kommt das auch häufig vor, dass beispielsweise eine Jagdeinladung drin steht. Bei uns wird zur Drückjagd nicht gejagt mit halbautomatischen Waffen. Und das hängt auch ein bisschen damit natürlich zusammen. Wenn ich jetzt ein 10-Schuss-Magazin darunter hätte bei der Jagd, es würde eine Rotte kommen mit 6 Stück Schwarzwild, die Bache mit 5 Frischlingen, dann weiß man ja gar nicht mehr, welches Stück Schwarzwild man vernünftig beschossen hat oder welches nicht. Also es gibt Menschen, die können das natürlich, wenn man nur jagen geht, aber das zählt eigentlich mit zu Unweitgerechtigkeit, Unweitmännlichkeit und das lässt man dann deswegen raus. Deswegen höchstens nur 3 Patronen verwenden. Ja. Diese Waffen werden daher aber auch eingeteilt. Es gibt welche, die laden sich wieder durch Gasdruck oder eben durch Rückstoß. Das schauen wir uns hier einmal an. Da sehen wir die halbautomatischen Waffen. Die halbautomatischen Waffen sind legal und nach der Schussabgabe repetiert sie sich selbstständig wieder sofort eine neue Patrone rein. Aber da nochmal ganz wichtig, es dürfen maximal 3 Patronen geladen werden. Entweder gibt es eben wieder den Gasdrucklader oder eben den sogenannten Rückstoßlader. Und bei den vollautomatischen Waffen, die sind für uns laut Waffengesetz in Deutschland verboten. So, hier sehen wir einmal so einen Selbstlader, so einen Rückstoßlader im Querschnitt. Ihr könnt oben einmal den Verschluss sehen, den Lauf, aber auch die Verschlussfeder des Laufes. Und eben durch den Rückstoß wird im Endeffekt der Verschluss nach hinten befördert. Die abgeschossene Patronenhülse wird rausgeworfen und beispielsweise wie jetzt hier bei dieser Repetierbüchse entweder durch ein Magazin, durch ein Reihenmagazin, was unten fest drin sitzt, oder durch ein Röhrenmagazin, je nach Bauweise, wird eine neue volle Patrone durch den Verschluss nach vorne wieder in den Lauf rein repetiert. Und der nächste Schuss wäre im Endeffekt schon sofort startklar. Und es gibt noch die zweite Variante, den sogenannten Gasdrucklader, wo eben durch den sogenannten Gasdruck, also vorne sieht man eben diesen Gasentnahmeblock, durch den Gasdruck nach hinten wird der Verschluss geöffnet, die leere Patronenhülse wird ausgeworfen und eine volle Patronenhülse wird von oben wieder eingeführt. Ja? Und das hilft dann eben bei diesem ganzen Repetiervorgang. Ich möchte noch mal ganz kurz was dazu sagen, zu diesen halbautomatischen oder vollautomatischen Waffen. Was überhaupt der Unterschied daran ist? Der Unterschied ist eigentlich nur der, bei einer halbautomatischen Waffe muss ich jedes Mal erneut den Abzug ziehen. Das heißt, pam, 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 ich muss jedes Mal den Abzug ziehen und eine neue Patrone wird oben ins Patronenlager rein repetiert. Durch Gasdruck oder Rückstoß. Das passiert im Endeffekt bei einer vollautomatischen Waffe auch. Bloß, ich tippe einmal den Abzug an und es gibt im Endeffekt ein Dauerfeuer. Das ist der große Unterschied. Einzelschuss beim halbautomatischen, ich muss jedes Mal neu bedienen. Oder bei der vollautomatischen, ich tippe den Abzug an und mehrere Schüsse lösen sich dann hintereinander. Hier sehen wir einmal einen Kippblock, einen sogenannten, von einem Drilling. Und das ist eben ein Modell, was eben heute auch häufiger mal geführt wird, dieser Kippblockverschluss. Egal, ob das jetzt eine kombinierte Waffe ist oder eben eine ganz normale einläufige Büchse, das kann man da eben mal sehen. Aber das kommt auch immer bitte ein bisschen drauf an, auf die ganzen
Modellbauer oder eben auf die ganzen Waffenbauer, ja.